Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der neuen WU. Und ein schönes neues Jahr wünsche ich auch noch. Einige von Ihnen haben vielleicht die Schilder gesehen, die neue Kampagne der WU Rethink Economy. Und ich glaube, es gibt kaum ein Thema, wo das so gut passt wie beim Wachstumsthema. Und wir haben heute eine der Spitzenforscherin der WU zu diesem Thema bei uns und die Ines Ullmann wird das gleich alles noch ausführlicher erzählen. Also es passt sehr gut zu Rethink Economy und es passt, glaube ich, auch sehr gut zum Thema der Future Lectures, nämlich das grundlegende Neudenken und Neubedenken in innovativen Formaten, und darum bemühen wir uns heute Abend. Das sehen Sie schon an der Konstellation, in der Sie da sitzen, und wir hoffen, dass das gut geht, aber Innovation ist ja auch ein wichtiges Nachhaltigkeitsthema. Ines Ullmann wird diesen Abend moderieren, worüber ich mich sehr freue. Ines, the floor is yours. Dankeschön. Danke, Fred. Herzlichen guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich, hier sein zu können und heute zu moderieren. Und ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich der Einladung gefolgt sind, jetzt am Anfang des neuen Jahres sich schon in so ein Thema wie der ökologischen Makroökonomie zu widmen, das ja nicht unbedingt so ein ganz nur lustiges und leichtes Thema ist. Das ist heute die dritte Future Lecture innerhalb dieser Reihe oder dieser Serie, die finanziert wird vom Lebensministerium. Wir haben auch einen Vertreter hier, den Herrn Dr. Peter Iwaniewicz, der in Kürze Sie ganz kurz auch in die Idee dieser Future Lectures einführen wird. Und der zweite Träger dieser Future Lectures ist das Forum Umweltbildung. Und die Partner sind neben der WU die BOKU, die Fachhochschule Joanneum in Graz und das RCE Center für Regional Center for Education. Ich würde ganz gern Ihnen erzählen, welche Future Lectures es bisher gab. Das allererste war so ein Eröffnungsevent hier an der WU, wo Dennis Meadows einen Vortrag zu Limits of Growth gehalten hat. Deswegen steht auch sein Name hier. Er ist sozusagen der Schirmherr dieser Eventreihe. Dann gab es im November des letzten Jahres an der BOKU eine Future Lecture zum Thema Boden. Es hieß Flächenfresser Mensch. Kurz darauf im Dezember dann in Graz, FH Joanneum in Graz, zum Thema Konsum, nachhaltiger Konsum. Und heute haben wir eben die dritte Future Lecture zum Thema ökologische Makroökonomie in der Diskussion ökonomisches Denken in ökologischen Grenzen. Es geht also darum, sich zu überlegen, wie kann eine Wirtschaft, eine Ökonomie auf der makroökonomischen Ebene, also der nationalstaatlichen oder europäischen Ebene aussehen, wenn man sie innerhalb der Planetary Boundaries oder zu Deutsch der planetären Grenzen denkt. Und das soll heute diskutiert werden. Und das Ganze wurde vorbereitet primär von einem Team von 4 Studenten, die sich einiges überlegt haben, wie man den Abend gestalten kann. Und es wird der Schwerpunkt auf Interaktivität liegen. Das heißt, wir werden einen kurzen Input haben von der Frau Professor Sigrid Stagel zu dem Thema ökologische Makroökonomie. Und dann wird es eigentlich ziemlich gleich in eine Interaktion gehen, wo Sie dann gefragt sind. Deswegen wurden Sie auch schon Tischen zugeordnet aufgrund der Farbe, die auf Ihrem Namensschildchen steht. Und ich hoffe sehr, dass Sie sich einfach öffnen dem Thema, das auf Ihrem Tisch Vorrang hat, auch wenn das vielleicht nicht Ihr Lieblingsthema ist oder das, wo Sie sich sehr gut auskennen, aber dass Sie sich einfach in so eine Diskussion einlassen, und das wird moderiert jeweils von einem der Studenten, die das vorbereitet haben. Und dann möchte ich auch noch erwähnen, natürlich das Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit hier an der WU mit Fred Lux und der Vera Ulmer. Vielen Dank euch auch für die Vorbereitung. So. Wie wird es heute ablaufen? Ich habe es ja schon kurz gesagt, also Input von der Sigrid Stagel, zuerst der Herr Iwaniewicz, dann die Interaktion, die Gruppenübung sozusagen, da wird die Essenz dieser Übung wird präsentiert, und dann zum Schluss um ca. 20:30 spätestens gibt es ein kleines Buffet, ein Get-Together, wo Sie natürlich auch noch ins Gespräch kommen können. Es war ausgeschrieben bis 8 Uhr, ich weiß, aber wir wollten der Gruppenübung mehr Zeit geben, jetzt wird es bis 8:30 dauern. Ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung. Gut, nach diesem kurzen Input möchte ich Herrn Dr. Iwaniewicz, wo ist er? Hier, auf die Bühne bitten und uns kurz einführen in die Future Lectures. Danke. Einen schönen guten Abend. Ich bin ja mehr hier jetzt heute nur für das Cheerleading verantwortlich und darf Sie ein bisschen begleiten und einführen, den Schleier lüften. Wie findet so eine
wie kommt es zu so einer Veranstaltung? Was macht der Umweltministerium und was sollen die Future Lectures? Ich fange ganz früh an, ich habe Anfang der 90er Jahre im Umweltministerium begonnen, mich mit, wie es damals noch hieß, Umweltbildung auseinanderzusetzen. Und wir haben brav, wie man es damals getan hat, mit den Schulen verschiedene Lehrmaterialien entwickelt, Kurse gemacht. Und das war wichtig und gut, aber nach einer gewissen Zeit ist doch auch eine, ja, das Gefühl bei mir eingetreten, das reicht nicht. Das kann man endlos weiterführen und ob das wirklich so einen Impact hat, den wir uns damals gehofft haben auf die Änderung des Verhaltens, der Entscheidungsfindung, das war nicht so abzusehen. Und im Suchen, mit welchen Partnern wir denn hier neue interessante Ideen entwickeln können und die Ideen der nachhaltigen Entwicklung in die Gesellschaft einfließen lassen können, kam ich bei einer Veranstaltung auf die Universitäten, die, und wir haben damals, das war vor ungefähr 10 Jahren, ein kleines Projekt ausgeschrieben, wo wir einmal gesammelt haben, was an Universitäten zum Thema Nachhaltigkeit stattfindet. Und wir waren total überrascht, wie vielfältig diese Szene ist. Unser Fokus war auf den üblichen Verdächtigen, wo wir uns von der BOKU bis zur Uni Wien der Biologie gedacht haben, ja, die werden halt was zur Nachhaltigkeit, vor allem aus dem ökologischen Kontext heraus machen. Und wir haben von den verschiedensten Universitäten Projekte gekriegt, bis hinein in die Geisteswissenschaften, die sich mit geschichtlichen Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung etc. auseinandergesetzt haben. Und da war schon spürbar, dass da jetzt eigentlich hier etwas im Entstehen ist, was wir vorher noch nicht so in unserem Blickfeld gehabt haben. Wir haben dann einen Award für nachhaltige Universitäten eingerichtet, um eben zu schauen, was an besonderen Projekten läuft. Auch da waren wir uns unsicher. Wir hatten 8 Kategorien von Verwaltung, Lehre, Forschung, studentische Initiativen, internationale Kooperationen etc. Und wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir überhaupt in jeder Kategorie jemanden auszeichnen können. Und wir sind überrannt worden eigentlich mit Projekten, Ideen, die ganz toll waren. Und wir haben uns richtig schwer getan, dort überhaupt erste Plätze differenzieren zu müssen zwischen ersten, zweiten, dritten Plätzen. Und auch bei der zweiten Runde sind es noch mehr Projekte gewesen. Und auch da war wiederum unser zarter Verdacht, jetzt haben wir eigentlich alles abgeschöpft, was am Potenzial an den Universitäten da ist. Wird es überhaupt ein zweites Mal noch spannende Sachen geben? Nein. Und jetzt sind wir in der vierten Runde und auch da sind wieder ganz tolle Einreichungen und Initiativen. Und das ist genau der Grund. Wir hatten damals parallel dazu mit Dennis Meadows gute Kontakte und versucht, am TÜWI dort auf diesem Gelände ein Zentrum einzurichten, Dennis Meadows Zentrum für Nachhaltigkeitsforschung. Das ist uns leider so nicht geglückt, aber aus diesem Kontakt heraus hat sich eben letztendlich auch diese Veranstaltungsreihe entwickelt, wo er ja auch bei der Impuls auf Taktveranstaltung bereit war, hier einen interessanten Vortrag zu halten, auch als Namensgeber zu fungieren. Und die Idee einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Welt mit den Universitäten und den Fachleuten zu diskutieren. Und so kamen wir heuer in die erste Runde dieser Future Lectures und ich kann jetzt schon sagen, auch diese ist aus meiner Sicht ein voller Erfolg gewesen. Die Evaluation ist erst morgen, aber soweit ich die Veranstaltung bisher gespürt, miterlebt habe, ist eine unglaubliche Energie, ein unglaublicher Wunsch auch zu kooperieren, die Grenzen der Disziplinen zu überschreiten. Und ich denke mir, das zeigt uns, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Ich möchte Sie mit einem kleinen Goethe-Zitat in den heutigen Abend entlassen. Es genügt nicht nur zu wissen, man muss es auch anwenden. Und es genügt nicht nur zu wollen, man muss es auch tun. Einen schönen Abend. Danke Ihnen für diese kurze Vorstellung.
der Future Lectures oder dieser Reihe und wie Sie das sehen und wie das Ganze entstanden ist. Ich habe vorher noch etwas vergessen. Sie sehen hier einen jungen Mann, der filmt von WU-TV. Es wird einen Film von heute geben, der dann auch auf dieser Website zum Ansehen ist. Es werden Impressionen der Gruppenarbeiten auch gefilmt, aber stumm. Das heißt, es wird niemand rausgenommen, wenn er während der Gruppenarbeit oder ja, am Tisch etwas sagt. Die Leute, die man reden hört, sind die, die hier oben stehen. Und ich hoffe, das ist für Sie okay. Wenn es für jemand nicht in Ordnung ist, bitte ich Sie dann vielleicht vor der Gruppenarbeit zu mir zu kommen, dann kann man das festhalten und dann rausschneiden. Aber wie gesagt, es werden stumme Bilder sein, Impressionen von diesem Abend. Danke. So, jetzt gibt es einen kurzen Film über Dennis Meadows, der noch ein bisschen auf den Schirm hinweisen soll, bevor wir dann zum Input von Sigrid kommen. Ah, das ist er schon. Okay, danke. Good evening. It's a great pleasure for me to be here again with you on the campus of this fantastic new Virchow University. I have lectured at your university several times in the past, and in this past October, I had the pleasure to visit the new school. I'm the Schirm here for the future lecture series, and I accepted to do that because I consider it to be an extremely important project. In 1972, I led a research team at MIT, which produced different computer scenarios of possible global futures. Here I show two of them. On your left, you see a future which might happen if we don't make any significant changes. We call it overshoot and collapse. On your right is a different possibility, much more attractive, sustainable development. If we are honest about our problems and flexible in our policies, we can create a very different kind of future for ourselves. The issue of ecological macroeconomics is going to be crucial in that effort. Therefore, I think the Virchow University has undertaken an extremely important project. I wish you a very educational evening and great success in your efforts. Ökologische Makroökonomie, ökonomisches Denken in ökologischen Grenzen. Vielleicht ein etwas sperriger Titel, aber ich glaube sehr, sehr aktuell. Diese Grenzen, die ökologischen Grenzen oder vielleicht auch die sozial-ökologischen Grenzen, sind eigentlich überall zu sehen. Es ist vielleicht auf der einen Seite, was man gerade jetzt immer wieder sieht, hört, liest, spürt, die extremen Wetterereignisse, dieser Winter, der bislang keiner war, extreme Kälte in den USA, Hurricanes, Überschwemmungen und so weiter. Das sind so diese catchy Themen, aber auch andere Themen rund um Ressourcenverbrauch, über Ausnutzung, Ausbeutung an Ressourcen auf der einen Seite, viel zu viel habend, gerade um Weihnachten herum, und auf der anderen Seite zu wenig Ressourcen für viele, weil Grenzen nicht geachtet werden. Das hat dann Folgen, soziale Folgen, aber eben auch ökonomische Folgen. Und diese Grenzen zu wahren gilt es, und wie kann eine Makroökonomie innerhalb solcher Grenzen aussehen, beziehungsweise welche wichtigen Themen sollten darin vorkommen? Und Sigrid Stagel, du wirst uns ein bisschen darüber erzählen und ein paar Dinge aufwerfen, die uns hoffentlich zum Nachdenken bringen und Input für die Diskussion dann sind. Bitte. Vielleicht noch ganz kurz, Entschuldigung, dich noch nicht vorgestellt. Sigrid Stagel ist Professorin hier an der WU am Institut für Umwelt- und Regionalwirtschaft und ökologische Ökonomin von ihrem Hintergrund. Danke. Dankeschön. Schönen guten Abend, freue mich sehr hier zu sein. Ich muss mich zu Beginn entschuldigen. Die Folie ist noch auf Deutsch.
Der Rest ist auf Englisch. Ich werde auf Deutsch dazu sprechen natürlich. Ich liebe praktisch alle Dimensionen meines Jobs. Nur eines mag ich gar nicht, Folien übersetzen. Und vor allem, wenn ich mir sicher sein kann, dass ich ein sehr intelligentes Publikum habe, das sicher der englischen Sprache mächtig ist. Ich rede dazu auf Deutsch, also wenn es wirklich für jemanden schwierig ist, ich hoffe, es ist okay. Nur ich mag es einfach nicht. Also bitte mir das zu verzeihen. Ökologische Makroökonomie. Wir versuchen, eine Makroökonomie zu entwickeln. Und wir ist Team hier in Wien. Das sind mehrere Forschungsteams weltweit. Und das sind natürlich auch schon ökologische Ökonomen in den letzten 40 Jahren. Also Steady State Economy von Herman Daly ist natürlich der Startpunkt davon. Vieles ist aber noch nötig, ins makroökonomische Denken reinzutragen. Und wir versuchen, das so zu tun, dass wir nicht weiter die Natur ignorieren. Hier haben wir wieder mal Coyote rennt hinter Roadrunner her. Wenn Sie die Cartoon-Serie kennen, das ist natürlich das Hauptthema. Sie rennen immer hintereinander her. Coyote ist so schnell hinter dem Roadrunner hergelaufen, dass er über das Cliff hinweggelaufen ist und zuerst merkt das gar nicht. Und irgendwie ist die Gravitation außer Takt, die Gravitation wirkt plötzlich nicht. Erst als er es dann merkt, in der nächsten Sequenz des Films, fällt er dann natürlich runter, weil die Gravitation kann man nicht ignorieren. Und wir sind im Moment so in dieser Situation, wir tun so, als ob wir die Gravitation, also die Naturgesetze ignorieren könnten. Wir merken es gerade und wir müssen schnell was tun, damit wir nicht wirklich runterfallen, sondern dass wir noch einmal zurückhüpfen. Limits to Growth, das haben wir gerade gesehen, brauche ich nicht weiter darüber sprechen. Wenn wir auf dem linken Bild sind, hat Dennis Matthews mir ja gezeigt, dass wir leider am Business as usual sehr genau dran sind. Also das sind die Vorhersagen und die Punkte sind, die violetten Punkte sind die realen Beobachtungen. Leider sind wir noch immer am Business as usual Track, der natürlich nicht nachhaltig ist. Warum sind wir dort? Weil wir weiterhin gravierend mehr Ressourcen extrahieren, jedes Jahr mehr als im Jahr davor. Und man merkt wirklich in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, dass es ein exponentielles Wachstum gegeben hat, das natürlich nicht nachhaltig ist. Es ist natürlich nicht nur die absolute Menge relevant, es ist auch nötig hinzuschauen, wie sich das verteilt auf die einzelnen Kontinente, pro Kopf in Personengrößen dargestellt, in zwei verschiedenen Perioden und dann die absoluten Mengen in den Bars dargestellt. Das ist eine Gruppe bei unserem Institut, Stefan Gillium, früher vom Sustainable Europe Research Institute, die derartige Accounting von physischen Ressourcen machen und es dann differenzierter darstellen als nur die absoluten Mengen. Das ist auch vielleicht eine Grafik, die Sie schon kennen, wurde von Rockström et al. 2009 in Nature veröffentlicht und sie zeigt uns, dass wir in mehreren Dimensionen außerhalb des grünen Bereichs sind. Wenn wir das jetzt so lapidar mal nennen, den grünen Bereich, das ist der, wo wir ungefähr verstehen, was passiert, wo die Feedbacks nicht in einer derartigen Form sind, wo wir fürchten müssen, dass das System außer Kontrolle gerät. Und wir wissen natürlich, dass wir bei Klimawandel da außerhalb des grünen Bereichs sind. Naturwissenschaftler definieren den grünen Bereich, also der Safe Operating Space, als ungefähr bei 350 Parts per Million und wir stehen bei ungefähr 390 Parts per Million. Das heißt, wir sind da schon drüber. Das ist ein Problem. Ja. Bei Klimawandel ist das schon relativ gut, auch im politischen Diskurs erkannt. Es gibt natürlich den IPCC, der sich damit beschäftigt. Vor kurzem wurde von der Working Group One publiziert. Die letzten Ergebnisse, die letzten Daten, weltweit CO2-Emissionen weiterhin am Steigen. Und was wir hören, ist einfach, dass the amount of greenhouse gases in the atmosphere reached a new record high in 2012, continuing an upward and accelerating trend, which is driving climate change and will shape the future of our planet for hundreds and thousands of years. Also das ist nicht erfreulich, das ist das, was wir beobachten, das, was Naturwissenschaftler beobachten und das, was wir auch als Ökonomen natürlich wahrnehmen müssen. Wir hatten zwischen 1990 und 2012 einen 32-prozentigen Anstieg in Radiative Forcing, das heißt also, das ist wirklich, was den Warming-Effekt des Klimas betrifft. Und wir sind derzeit on course für bis zum Ende dieses Jahrhunderts für einen 4,6 Grad Anstieg der Durchschnittstemperatur.
Das klingt nicht nach gar so viel, ist aber als Durchschnittstemperatur eine deutliche Veränderung unserer Ökosysteme, eine deutliche Veränderung von dem, was wir gewohnt sind, was an Food Provision, Energy Provision und die Ökosysteme im Moment für uns liefern. Und natürlich geht es nicht nur um die Durchschnitte, sondern es geht um die Verteilung, es geht um die extremen Events, wo es einen eigenen Bericht von IPCC im Jahr 2012 gab und die Evidenz war, a change in climate leads to extreme weather events and climate events. Die Anzahl der heißen Tage und der sehr starken Regenfälle ist häufiger geworden in den letzten Jahrzehnten, das muss man beobachten. Und wenn wir uns diese Auswirkungen vor Augen führen, ist es natürlich wichtig, sich auch anzuschauen, was kann man dagegen tun. Und es gibt eine NGO in London, die heißt Carbon Tracker. Und die schauen sich die Carbon Budgets an. Also wie groß die Anzahl der CO2-Emissionen ist, die fossilen Brennstoffe, die wir derzeit nachgewiesen haben, in welchem Ausmaß die vorliegen derzeit. Ja? Und weltweit hat man sich eben im Cancun Agreement darauf geeinigt, die globale Durchschnittstemperatur soll nicht um mehr als 2 Grad steigen, ungefähr 0,8 Grad, glaube ich, ist sie schon gestiegen im Vergleich zu Pre-Industrial Levels. Besser wäre es eigentlich, wenn wir bei 1,5 Grad stehen bleiben würden. Carbon Tracker hat sich nun angeschaut, welchem Carbon Budget würde denn das entsprechen? Und in diesem Szenario wären das eben 565 bis 886 Milliarden Tonnen von CO2-Emissionen bis 2050. Den gesamten Kohlenstoff, der nachgewiesen ist in den fossilen Brennstoffen, die wir erkennen, sind aber 2860 Gigatonnen. Das ist ein Vielfaches davon. Das heißt, wir sollten nur 20% der nachgewiesenen fossilen Brennstoffvorkommen verbrennen. Das ist plötzlich ein Umdenken, dafür ist ein Umdenken erforderlich. In der Menschheitsgeschichte haben wir es öfter gehabt, dass Ressourcen knapp geworden sind. Sei das Holz, sei das andere Ressourcen, Mineralien und so weiter, die plötzlich knapp geworden sind und wir mussten uns eine bessere Technologie überlegen, wir mussten eine andere Praxis an den Tag legen, um damit umzugehen mit knappen Ressourcen. Das haben wir gezeigt, das können wir. Ressourcen zu haben und sie aber nicht zu nutzen, das ist relativ neu. Das hat es in der Menschheitsgeschichte in der Form, in dem Ausmaß für eine derart attraktive Ressource wie fossile Brennstoffe noch nicht gegeben. Und das ist nötig, sich vor Augen zu führen, um auch zu verstehen, weshalb bei diesen Klimaverhandlungen einfach gar nichts weitergeht. Das ist unprecedented in human history. Also das ist etwas, wo haben wir noch keine Übung darin, da haben wir keine Institutionen, die wurden geschaffen mit den globalen Klimaverhandlungen, aber das macht es auch schwierig. Und wenn man sich so ökonomisch vor Augen führt, kann man auch verstehen, weshalb bei den Klimaverhandlungen nichts weitergeht. Denn diese fossilen Brennstoffe, die nachgewiesenen Vorkommen sind ungefähr 27 Trillionen Dollar wert. Und wir sollten davon aber 20 Trillionen nicht nutzen, das heißt abschreiben. Die sind momentan im Besitz entweder von multinationalen Unternehmen, Ölfirmen oder von Staaten. Das ist nicht, dass die niemandem gehören, sondern die gehören jemandem. Und die sollen sie plötzlich abschreiben. Und das heißt, da steht ökonomische Macht dahinter, aufgrund von Verträgen, auch von Besitz gesicherte sozusagen Vorkommen. Und dann ist ein Umdenken nötig. Das macht es schwierig. Ja. Ich habe jetzt keine Lösung dafür, aber wir müssen zuerst einmal verstehen, weshalb manchmal nichts weitergeht. Weshalb diese Institutionen so umzusetzen einfach schwierig ist. Ein zweiter Punkt, den ich hier aufzeigen möchte, es wird sehr oft über Green Growth gesprochen, grünes Wachstum. Gut, ist nicht so ganz neu, früher wurde es qualitatives Wachstum genannt, dann wurde es nachhaltiges Wachstum genannt. Im Moment ist es gerade hip, es grünes Wachstum zu nennen. Und wer könnte dagegen sein? Wir haben weiterhin Wachstum,
Das ist das, was wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer wieder haben wir durchgehend angestrebt. Übrigens berechtigterweise angestrebt, denn es funktioniert einfach das Sozialversicherungssystem, der Arbeitsmarkt, Bildungsmarkt, Pensionsversicherungssystem, all das funktioniert besser, wenn wir Wachstum haben mit den derzeitigen Institutionen. Man sollte darüber nachdenken, welche anderen Institutionen es bräuchte, wenn wir kein Wachstum mehr haben. Aber wir haben weiterhin ein schönes Wachstum und es ist noch dazu grün. Wunderbar, oder? Was selten gemacht wird, ist zu definieren, was wir denn unter grünem Wachstum verstehen. Peter Victor von der York University in Toronto in Kanada hat das mit dieser Grafik gemacht, die ich sehr hilfreich finde. Und zwar, wenn wir von grünem Wachstum sprechen, geht es natürlich darum, die biophysischen Auswirkungen wenigstens nicht steigen zu lassen. Diese biophysischen Auswirkungen, in dem Fall Klimagase, ist mit der roten Linie angezeigt. Auf der X-Achse ist aufgetragen Kohlenstoffintensität, also Greenhouse Gases durch Bruttoinlandsprodukt. Und auf der Y-Achse ist aufgetragen Bruttoinlandsprodukt. Ja, das heißt, das ist die Menge, die wir produzieren, bewertet natürlich zu Preisen. Und hier ist, wie schmutzig die Produktion sozusagen ist. Ja. Je weiter wir zum Ursprung kommen, desto niedriger ist die Kohlenstoffintensität, das heißt besser. Ja. Jetzt haben wir die Wahl, wenn wir grünes Wachstum wollen, das heißt also nicht mehr Kohlenstoff emittieren wollen als zuvor, dann können wir es uns überlegen, entweder schmutziger zu produzieren, aber weniger, oder mehr zu produzieren, aber dafür müssen wir halt die Kohlenstoffintensität irgendwie runterkriegen. Entweder durch bessere Technologie oder durch andere Konsumverhalten und so weiter. Ja? Also das ist die Wahl, die wir haben. Das zeigt diese Grafik hier. Und also nicht viel bezüglich Innovation, nicht viel bezüglich Regulierung, Umweltpolitik und so weiter zu tun, aber trotzdem viel produzieren zu wollen, dann sollte man nicht von grünem Wachstum reden. Ja? Wenn man dann die realen Daten dagegen plottet, da ist sicher irgendwo ein Zeiger dabei, ja, genau. Dann ist man bei den USA immer irgendwo da außerhalb. Ja? Also wenn wir 1990 als einen Datenpunkt hier nehmen und sagen, wir wollten da nicht drüber hinauskommen, die USA haben sich eindeutig so ungefähr entwickelt, ja, also außerhalb. Großbritannien hat sich so entwickelt. Wir haben ja auch Kyoto-Targets erreicht, haben das aber geschafft, großteils mit Verlagerung der Industrie außerhalb der nationalen Grenzen. Zack, schon sind die Emissionen nicht mehr ihnen zuzurechnen, sondern Vietnam, China und ähnlichen Ländern zuzurechnen, weil wir nicht Konsum, sondern produktionsbasiert Accounting machen. Und sie hatten auch das Glück, dass in der Zeit, die relevant war, von Kohle auf Erdgas umgestellt haben. Erdgas ist halb so kohlenstoffintensiv wie Kohle. Lucky Strike. Deutschland übrigens ähnlich. Das heißt, es gibt zwar Länder, die das geschafft haben, innerhalb von Green Growth sind, aber wenn man genau hinschaut, sind es auch nicht so großartige Erfolgsgeschichten. Ja, weil das Umstellen, das einfache Umstellen von Kohle auf Gas wird es nicht mehr geben. Naja, wir haben eigentlich Solarenergie. Aber kostet halt ein bisschen mehr als das Umstellen von Kohle auf Gas, aber es wäre möglich. Ja, das weitere Verlagern von industrieller Produktion irgendwo anders hin, erstens einmal hilft es global nicht und außerdem irgendwann ist die Deindustrialisierung einfach fertig. Österreich hat sich leider auch ähnlich wie die USA entwickelt. Also auch kann man nicht von Green Growth sprechen. Okay. Wenn wir nun die Kohlenstoffintensität uns noch einmal anschauen und dieses 2-Grad-Ziel, das ungefähr 450 Parts per Million entspricht und verschiedene Szenarien, was Sie sicher da hinten keinesfalls lesen können, ich werde dazu sprechen, damit es klar wird. Wir haben hier, das ist eine Grafik von Tim Jackson in seinem Buch auch nachzulesen. Wir haben hier auf dem ersten Bar die aktuelle weltweite Kohlenstoffintensität von 768 Gramm pro Gramm CO2 pro Dollar, Bruttoinlandsprodukt. 768 Gramm weltweit Kohlenstoffintensität. In manchen Ländern ist sie niedriger, zum Beispiel Großbritannien ist sie 347. Naja, verwenden bessere Technologie. Wir haben schon über die Industrialisierung geredet, das ist wieder eine Produktionslogik. Wir haben schon über den Energiemix geredet. Ja, also da gibt es Gründe dafür. Andere Länder, zum Beispiel Japan, sind noch niedriger. Noch bessere Technologie,
noch besseren Energiemix. Naja, kohlenstoffmäßig zumindest. Wir wissen, dass Atomkraft Probleme mit sich bringt, aber kohlenstoffmäßig ist es halt hier besser. Ja. Und nun schauen wir uns an, im Vergleich zu diesen aktuellen Zahlen von Kohlenstoffintensitäten, was wäre denn nötig, um nachhaltig zu sein im Sinne dieses 2-Grad-Ziels? Da müssen wir uns verschiedene Szenarien anschauen, denn es kommt ja darauf an, wie viele Menschen wir auf dem Planeten haben. Wenn wir mehr haben, müssen wir uns mehr anstrengen, die Kohlenstoffintensität weiter runterkriegen, als wenn wir weniger Menschen haben. 9 Milliarden Menschen und die Einkommen im Trend weiterhin steigend, müssen wir auf 36 Gramm CO2 pro Dollar kommen. Von 768 weltweit auf 36 bis 2050. A challenge. Das ist eine Herausforderung. Ja. Arbeitsproduktivität ist in ungefähr so einem Ausmaß gestiegen, aber über einen historischen Zeitraum von ungefähr 200 Jahren. Auf der anderen Seite war das kein gerichteter Prozess. Da hat niemand gesagt, so jetzt in 200 Jahren müssen wir die Arbeitsproduktivität wirklich, puh, da müssen wir uns reinlegen und müssen wir was tun. Und Regierungen sind dahinter, die Arbeitsproduktivität jetzt zu steigern. Also in der Form ist das nicht passiert historisch. Also nur weil es historisch nicht passiert ist, heißt nicht, dass es nicht möglich ist, aber es ist eine Riesenherausforderung. Wenn wir statt 9 Milliarden Menschen 11 Milliarden Menschen haben, müssen wir nicht auf 36, sondern auf 30 Gramm CO2 pro Dollar Bruttoinlandsprodukt. 9 Milliarden Menschen und gleichere Einkommensverteilung. Das heißt, wenn wir nicht akzeptieren, dass manche Länder weiterhin in Armut leben, sondern wir sagen, wir wollen, dass die zumindest EU 2007-Level Einkommen haben. Wenn sie es selber erwirtschaften können, wieso nicht? Sollen sie unterstützt werden dafür? Dann müssen wir auf 14 runterkommen und wenn die reichen Länder auch weiterhin mit 2% wachsen wollen, dann müssen wir auf 6 Gramm CO2 pro Dollar Bruttoinlandsprodukt. Das ist eine Reduktion um mehr als 99%. Das ist praktisch kohlenstofffrei produzieren. Das ist eine Riesenherausforderung. Nur um zu übersetzen, was bedeutet es, wenn wir das ernst nehmen, dieses 2-Grad-Ziel, 450 Parts per Million, was wir dafür leisten müssen. Das ist die Herausforderung. Noch dazu ist es leider nicht nur CO2-Emissionen, Klimawandel, die natürlich Probleme verursachen. Es ist wichtig, wenngleich CO2-Emissionen ein wichtiger Faktor sind, auch immer Biodiversität, Stickstoffintensität, die stark mit unserem Landwirtschaftssystem zu tun haben, im Blickwinkel zu haben. Auch da sind wir außerhalb des grünen Bereichs und sogar noch in viel stärkerem Ausmaß. Bienen und Ähnliches sind in Österreich ein Lieblingsthema. Die liefern sehr wertvolle Dienste für unsere Wirtschaft und schicken keine Rechnung. Und weil sie keine Rechnung schicken, ist es nicht in unserer Buchhaltung und in unserem Kostenrechnungssystem drinnen. Wenn wir dann eine Rechnung dafür präsentiert werden, wie hier, wenn es Hand-Pollination ist, dann wird es plötzlich teuer und erst dann merken wir, dass wir etwas verloren haben. Da sollten wir doch cleverer sein, oder? Dass wir eher das zuerst schützen, was wir haben, was uns eigentlich nichts kostet. Es wird argumentiert, wir sind nicht mehr im Holozän, sondern wir sind eigentlich im Anthropozän, weil wir so eine tiefe Eingriffstiefe der Menschen haben. Ökologische Makroökonomie. Wir betrachten die Ökonomie, also die Economic Activity, hier im biophysischen Kontext, also dass natürliche Inputs reinkommen und natürlich die Outputs am Ende nicht nur Güter und Dienste sind, sondern auch Pollution and Waste. Die ökonomische Produktion kann aber auch nur gut funktionieren, wenn wir den sozialen Kontext pflegen, das heißt die gesellschaftlichen Beziehungen pflegen, um eben die ökonomischen Aktivitäten in der Business Sphere, davon reden wir meistens, wenn wir von Ökonomie reden, in einer sozial-ökologischen Ökonomie reden wir aber auch von einer Core Sphere, das heißt, das ist das, was im Haushalt passiert, was auch ökonomische Produktion ist, was aber nicht auf Märkten zur Verfügung gestellt wird, ist aber auch wertvoll. Und the public purpose sphere, also auch der öffentliche Sektor stellt viele Güter und Dienstleistungen zur Verfügung, 40% eigentlich vom Bruttoinlandsprodukt, und sollte auch betrachtet werden. Wir haben versucht, die Grafik von Workström et al., wo wir außen die biophysischen Grenzen haben,
weiterzudenken und auch basierend auf Kate Raworths Idee, dass es eben nicht nur die physischen Grenzen gibt, sondern innen auch soziale Grenzen oder soziale Mindeststandards, die erfüllt sein müssen, damit wir nachhaltig produzieren können. Hier eine kleine Werbeanschaltung. Kate Raworth von Oxford University und ehemalig Oxfam kommt nächste Woche am Donnerstag, um hier einen Vortrag zu halten. Wenn Sie es interessiert, sprechen Sie mit mir, ich schicke Ihnen die Einladung. Ihre Idee, eben das Soziale mit den ökologischen Grenzen zu verbinden, finde ich sehr wichtig, weil uns das soziale Aspekt ansonsten sehr oft im Wege steht, um zum Beispiel Klimapolitik machen zu können. Deswegen müssen wir in der Makroökonomie zwei Aspekte gleichzeitig reinbringen in die Makroökonomie. Einerseits physische Grenzen und andererseits Einkommensverteilung. Und hier gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir möchten nicht vom Bruttoinlandsprodukt losstarten. Das ist in Makroökonomie sakrosankt. Also das ist ganz klar, Bruttoinlandsprodukt steigern ist das Ziel, Punkt. Und wir sagen, vielleicht nicht. Denken wir mal darüber nach, wie es wäre, wenn wir eigentlich Wohlbefinden und ökologische Integrität, also die Qualität der Ökosysteme, ins Zentrum rücken möchten. Bruttoinlandsprodukt steigern mag hilfreich sein, kann aber auch sein nicht. Also Bruttoinlandsprodukt als Mittel zum Zweck, aber nicht als Ziel. Ja. Außerhalb haben wir dann weiterhin die biophysischen Grenzen. Und hier haben wir dann so einen Raum von Optionen, wo wir produzieren können. Ja, und da gibt es verschiedene Wege, wie hier produziert werden kann, aber basierend darauf, dass gesellschaftlich die sozialen und ökologischen Dimensionen ernst genommen wird und außerhalb, dass die biophysischen Grenzen respektiert werden. Ja, dazu gibt es hier noch die gesellschaftlichen Ziele, also dass das natürlich eine Ausverhandlung ist, was von diesen biophysischen Grenzen wie aufgenommen wird. Und hier auch gesellschaftliche Ziele und Dienste, dass die Ziele hier Social Justice, Resilience, Livelihoods und Life Satisfaction sind genannt, um das zu operationalisieren, was hier im Zentrum steht. Also wir starten los von einem anderen Ziel als in der herkömmlichen Makroökonomie. Also insofern ist ökologische Makroökonomie schon ein deutliches Rethink, nicht nur CO2-Emissionen oder Energie in herkömmliche Modelle reinzugeben. Declining Labour Shares, eben Einkommensverteilung ist wichtig mit reinzunehmen. Durchgehend sehen wir, dass Einkommensverteilung stärker in Richtung der Besitzenden gelaufen ist und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen immer weniger vom Anteil des Kuchens gekriegt haben. Das fällt weniger auf, solange wir Wachstum haben. Wenn die Wachstumsraten sehr gering werden, wie wir sie derzeit haben, dann fällt das stark auf. Wir müssen aber Einkommensverteilung angehen, Gerechtigkeit steigern. Hier ist noch eine Grafik von den USA, wo wir sehen, dass die Top 1% deutlich steigende Einkommen haben und kaum besteuert werden dafür, wie wir in verschiedensten Wortmeldungen immer wieder hören. Es ist aber so, dass wenn wir uns die Daten ansehen, gleichere Einkommensverteilung korreliert üblicherweise mit positiv mit diversen Wellbeing Indicators. Das ist jetzt ein Index, der sehr viel inkorporiert, um das alles in einer Grafik darstellen zu können. Aber wenn Sie es interessiert, in the Spirit Level ist das schön nachzulesen, mit sehr viel empirischem Material unterfüttert. Gleichere Einkommensverteilung führt zu mehr Wohlbefinden. Das heißt, wenn wir Wohlbefinden ins Zentrum rücken wollen, müssen wir die Einkommensverteilung mitdiskutieren. Ja. Das tun manche ökonomische Schulen, wie zum Beispiel die Post-Keynesian Economics, deswegen interagieren wir mit denen, die sind nur völlig blind bezüglich Umwelt. Und dann haben wir die ökologische Ökonomie, die sich beschäftigt mit Umwelt und ignoriert aber dann wieder Arbeitsbeziehungen und Einkommensverteilung relativ stark. Das heißt, ökologische Makroökonomie versucht hier eine Brücke zu schlagen. Und damit beschäftigen wir uns im Moment. Die Ines steht schon da, das heißt, kann wahrscheinlich da jetzt nicht mehr so durchgehen. Ich möchte Ihnen gerne ein Papier empfehlen von meinem Kollegen Clive Spash, das er vorletztes Jahr, muss ich jetzt schon sagen, publiziert hat, wo er so wirklich die Cornerstones von Ecological Economics festgelegt hat. Ich habe am Schluss auch die Literaturliste drinnen, also da gibt es dann die genaue Referenz dafür, aber ich würde Ihnen das sehr stark empfehlen zu lesen. Jetzt möchte ich noch ein paar Gedankenanstöße für die Diskussion einbringen.
Und zwar, wenn wir über Unternehmen in den kleinen Gruppen sprechen, vielleicht nicht über die Unternehmen, also als homogenen Block zu sprechen, sondern manche Unternehmen, wie zum Beispiel Sustainability-Driven Enterprises, wo wir uns ein paar Case-Studies dazu angeschaut haben, für die ist das ganz normal. Die haben ein Unternehmen gegründet, weil sie nachhaltig aktiv sein möchten. Und dann gibt es auf der anderen Seite energieintensive Unternehmen, für die Nachhaltigkeit ein großes Thema ist und sehr schwer vorstellbar ist. Ja? Also vielleicht differenzierter zu argumentieren in den Gruppen als nur die Unternehmen. Wenn es um Suffizienz geht, wenn es um Haushaltsverhalten geht, Suffizienz wird halt oft wahrgenommen mit Birkenstock, Schlapfen und Müsli und ein bisschen nicht so ganz gepflegte Haare. Das ist ein Problem, weil damit wird man nicht die Massen erreichen. Ja? Natürlich ist Suffizienz essentiell und Fritz Hinterberger vom Seri bringt immer das schöne Beispiel, was bringen einem sehr viele CDs, die man im Regal stehen hat, wenn man die Zeit nicht mehr hat, sie zu hören. Das fasst es für mich sehr schön zusammen, worum es bei Suffizienz geht. Nicht, dass man gar keine CDs mehr hat, eh klar, aber dass man so viele CDs hat, die man sich auch noch anhören kann, wo man Freude damit haben kann. Ja? Und trotzdem muss man aber aufpassen, wie das ankommt im öffentlichen Diskurs und deswegen vielleicht eine Fokussierung eben auf Wohlbefinden erhöhen und Neues, Spannendes tun, soziale Innovationen. Was können wir uns überlegen, wie wir den biophysischen Auswirkungen reduzieren können, aber es auf eine spannende neue Art und Weise. Aber nicht vergessen, doch immer wieder den Fokus auf, wir wollen den biophysischen Impact reduzieren. Weil nur Neues zu tun und nur das Wohlbefinden zu erhöhen, reicht natürlich nicht für Nachhaltigkeit. Die Hoffnung, Entschuldigung, auf nachhaltigkeitsorientierte Politik von oben und sich dann zu beschweren, dass unsere Politiker das einfach nicht checken und einfach nicht genug tun, das reicht nicht. Denn natürlich ist Politik heutzutage nicht mehr etwas, was einfach von oben vorgegeben wird, sondern ist ein Governance-Prozess, wo ganz viele Stakeholder eine Rolle haben. Und in der einen oder anderen Stakeholder-Rolle können sie sich vielleicht einbringen. Sei das in irgendeiner Bürgerinitiative, sei das in irgendeiner Gruppierung, auf welche Art auch immer. Deswegen vielleicht auch in diese Richtung zu denken, nicht nur persönlich, schon auch persönlich nachhaltig zu handeln, aber sich dann auch einzubringen in derartigen Gruppierungen, die dann sehr wohl Einfluss auf die Politik nehmen können. Und Green Jobs versus nachhaltiges Arbeiten, Green Jobs meines Erachtens Bohnenzählen, Buchhaltungsaktivität, wo es wirklich spannend wird, ist über nachhaltiges Arbeiten nachzudenken. Es gibt viele Aktivitäten gesellschaftlich, die nicht passieren. Wie können wir zum Beispiel eine ressourcenbasierte Besteuerung uns vorstellen, die gesellschaftlich nötige Arbeit finanzieren kann? Und ähnliche Fragen kommen für mich bei nachhaltigem Arbeiten vor, bei Green Jobs nicht so sehr. Ein paar Gedankenanstöße. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen lieben Dank, Sigrid, für diesen Input. Ich möchte jetzt gerne ein paar Minuten nützen, um einen Schwenk machen vom Input der Sigrid hin zur Praxis und möchte dich, Fred Lux, zu mir auf die Bühne bitten. Und ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, bitte, Herr Sigrid, die sich aus dem Vortrag von Sigrid ergeben und die auch die Verbindung zu den Tischen ein bisschen herstellen. Auf jedem Tisch haben wir ein Thema, das dann eben diskutiert wird. Einmal ist es das Thema nachhaltige Arbeit, einmal ist es das Thema Konsum, einmal soziale Innovationen und einmal Unternehmen. Und Fred Lux ist nicht nur Nachhaltigkeitskoordinator der Uni Wien und Nachhaltigkeitsforscher. Was habe ich gesagt? Der Uni. Entschuldigung, der Wirtschaftsuniversität Wien. Das war, glaube ich, kein Freudscher. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Die sind noch nicht Partner. Vielleicht ist jemand von der Uni hier und möchte Partner dieser Future Lectures werden. Ja, Fred war über mehr als 4 Jahre in der Praxis tätig in einem großen Dienstleistungsunternehmen als Nachhaltigkeitsmanager, Nachhaltigkeitsberater. Und diesen Hut setzt du jetzt bitte einmal kurz auf, wenn ich dir ein paar Fragen stelle. Und Sigrid, dich würde ich gerne noch fragen, eine persönliche Frage. Du hast Green Growth erklärt, auch erklärt, dass es sehr, 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 sehr schwierig ist, das zu erreichen, wenn man von Carbon, also von Kohlenstoff ausgeht und dem 2-Grad-Ziel, das man einhalten sollte, um die Ökosysteme und Leben gut zu erhalten. Jetzt wäre meine Frage an dich,
glaubst du, nach 15 bis 20 Jahren Nachhaltigkeitsforschung und Erfahrung der Nachhaltigkeitspolitik, dass Green Growth möglich ist, und ist es sinnvoll, das anzustreben, deiner Meinung nach? Naja, es geht nicht um Glauben, sondern es geht darum, was haben wir für Evidenz, dass es möglich ist. Sorry, aber muss ich als Wissenschaftlerin sagen. Ich glaube, dass Green Growth der falsche Begriff ist, weil es damit noch immer Wachstum im Zentrum steht. Und wir versuchen eben zu argumentieren, dass Wachstum immer Mittel zum Zweck ist. Und deswegen, wenn man das Green schon unbedingt haben möchte, würde ich es eher Green Economy nennen. Was mir am besten gefällt, ist nachhaltiges Wirtschaften. Und weil Wirtschaften hat zum Ziel the greater good for the greater number, also das größte Wohlbefinden für die größte Anzahl der Bevölkerung, wie nur geht. Und wir haben einiges erreicht, trotz adverser Bedingungen. Es wurden Umweltpolitiken umgesetzt, es wurden Schritte gemacht, Dinge besser zu verstehen. Also ich glaube schon, dass wir Fortschritt gemacht haben, nur natürlich viel zu langsam, das ist ganz klar. Es wird immer schwieriger, weil wir auch natürlich historisch Stocks aufbauen von Emissionen und so weiter. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir so Tipping Points erreichen können, wo eben mit innovativem Verhalten es dann plötzlich sichtbar wird. Hey, das ist ja eigentlich viel attraktiver, als durch die Gegend zu chatten und irgendwie 15 Long-Distance-Flights in einem halben Jahr irgendwie zu bewältigen, was ja auch eine körperliche, physische Anstrengung ist, sondern halt zu sehen und nachzufragen beim Arbeitgeber, da gibt es doch diese Telekonferenzeinrichtung, wieso nutzt man die eigentlich nicht mehr und Ähnliches. Also es gibt viele Möglichkeiten, die derzeit eigentlich schon so am Präsentierteller liegen und die aus verschiedenen Gründen, oft Routinen oder haben wir jetzt noch nicht den großen Drive dafür, sie zu nutzen, was aber schon möglich wäre. Ich glaube, wenn wir die bestehenden Technologien schon einmal so weit nutzen würden, wie es eigentlich am Präsentierteller liegt, dann hätten wir schon einen ganz großen Schritt. Deswegen der wichtige Fokus auch auf Verhalten, auf das Handeln. Denn Akteure sind natürlich die handelnden Personen, wenngleich sie vom Kontext halt stark beeinflusst werden. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, weil die Alternative ist sehr unattraktiv. Danke. Also nachhaltiges Wirtschaften, der Begriff, den du präferierst, wäre möglich, wenn die Akteure mitmachen. Sei das, also das ist auf der einen Seite sicher die Politik, auf der anderen Seite sind es Haushalte, Individuen, Konsumentinnen und auch Unternehmen. Und jetzt komme ich zu dir, Fred. Nachhaltiges Wirtschaften, bleiben wir dabei und nicht bei Green Growth. Ich glaube auch, dass es eigentlich keine Alternative dazu gibt, wenn wir innerhalb der ökologischen Grenzen bleiben wollen, was wir sollten, wie du das vorhin aufgezeigt hast. Wie glaubst du, sieht das die Praxis? Natürlich kannst du nicht für alle sprechen, wir haben gehört, wir sollen differenzieren, du kannst wahrscheinlich für Dienstleistungsunternehmen sprechen. Glauben Unternehmen an dieses nachhaltige Wirtschaften oder ist für sie dieses Wachsen immer noch sehr wichtig? Oder wie sehen sie die Grenzen, die es gibt? Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? Ja, vielen Dank. Also vielleicht eine Vorbemerkung. Danke für diese super Vorlesung. Ein Vortrag im Geiste Dennis Meadows, würde ich sagen. Und vor allem diese Jackson-Grafik mit den Dematerialisierungs- oder Dekarbonisierungserforderungen. Ich glaube, was man daraus schließen kann, und dann komme ich nämlich auf die Unternehmen, es ist eine andere Welt. 4,6 Grad mehr ist eine andere Welt. Aber die dekarbonisierte Wirtschaft wäre auch eine andere Welt. Das heißt, wir reden sozusagen über Dinge, die sozusagen wahnsinnig weit weg sind von dem, was wir heute kennen und erleben. Und damit ich bei den Unternehmen, also ich habe jetzt vorher darüber nachgedacht, was Green Growth bedeutet für Unternehmen, weil an dem Begriff kleben nämlich, glaube ich, schon die Unternehmen. Und in Rio, bei der letzten Rio-Konferenz war es ja auch, dass sehr viel von Green Economy die Rede war. Und ein Grund ist, dass es einfach einfacher ist, in Anführungsstrichen darüber zu reden, weil natürlich es verspricht, du hast es ja gesagt, mehr für alle, wir können weiter wachsen, das ist kein Problem. Und ich glaube, diese Interpretation dominiert nach wie vor in der Wirtschaft. Und ich glaube, das ist das Problem, dass dieses, ich glaube, es gibt ein sehr klares Bewusstsein bei allen Unternehmen mittlerweile, vor allem auch bei den großen Unternehmen, die wissen, dass Nachhaltigkeit relevant ist. Es gibt so eine berühmte Umfrage von Accenture und dem Global Compact. 93% aller CEOs auf der Welt, sozusagen Sample von 1000, sagen, Nachhaltigkeit ist total wichtig für unternehmerischen Erfolg.
Wo ist dann das Problem? Warum haben wir dann trotzdem alle diese Probleme? Und da zeigt sich, es gibt also sozusagen ein großes, glaube ich, eine sehr große Differenz zwischen dem Bewusstsein, also im Sinne von, es ist eh klar, dass sich sehr viel verändern wird, und dem, was wirklich passiert. Danke. Ich möchte jetzt zu einem anderen Thema kommen. Danke, Fred, für diese Sicht von dir. Arbeit. Du hast das Thema zum Schluss kurz gebracht und du hast aber vorher etwas gesagt, nämlich diese Wilkinson-Pickett-Studie kurz gezeigt, dass gleichere Gesellschaften ein höheres Wohlbefinden haben, durch höhere Gesundheitssicherheit, weniger Kriminalität und so weiter. Ich weiß nicht, ob Wilkinson-Pickett auch sich Zeit anschauen und ob sowas wie gleichere Verteilung von Zeit oder Zeitwohlstand, also sprich Arbeitszeiten gleicher verteilt, auch zu mehr Wohlbefinden führen. Mhm. Also dass nicht manche, die Arbeit haben, 50, 60, 70 und mehr Stunden arbeiten und andere, die keine haben, eben nichts oder gezwungen sind, Teilzeitjobs zu haben. Ich kann mir vorstellen, diese Ungleichverteilung kann auch zu weniger Wohlbefinden führen. Mhm. Und weißt du, sprechen Wilkinson Pickett über dieses Thema? Oder wie? Soweit ich mich erinnere, kommt das jetzt in der Form nicht vor, aber natürlich gibt es verschiedene Studien zur Zeit. Was interessant ist an Zeit, ist, dass es ein non-positional good ist. Also viele der Güter, die wir haben wollen, das schönere Auto, das bessere Auto, das größere Haus, die goldenere Uhr, was auch immer, werden ja deswegen so attraktiv, weil sie einen sozialen Status kommunizieren. Und das sind eben positional goods. Zeit ist kein positional good. Weil der Nachbar mehr Zeit hat, wird deswegen mein Zeitwohlstand nicht weniger wert. Das macht sehr attraktiv. Wir haben in den letzten Jahrhunderten, können wir beobachten, dass die Arbeitszeit, und da muss man immer unterscheiden, ob es Lebensarbeitszeit ist, ob es Jahresarbeitszeit ist, weil Arbeitszeitverkürzung kann es ja auf verschiedene Art und Weise geben, entweder weil das Pensionsalter nach vorgerückt wird oder weil mehr Urlaub, Jahresurlaub zur Verfügung steht oder die Wochenarbeitszeit. Üblicherweise sprechen wir von der Wochenarbeitszeit. Aber Arbeitszeit tendenziell wurde historisch natürlich immer reduziert, wurde nicht mehr 6 Tage in der Woche gearbeitet, sondern 5 Tage in der Woche gearbeitet und so weiter. Und 1980 ungefähr haben wir uns dann auf die 40-Stunden-Woche eingeschliffen. Dann wurde noch einmal ein bisschen nachgebessert mit den Jahresurlauben, also da haben wir ein bisschen mehr Urlaub dann noch dazu gekriegt, aber dann war es das. Und seither hat sich da nichts mehr dran geändert. Manche Länder wie Frankreich haben dann zum Beispiel 35-Stunden-Woche versucht. Das ist dann im politischen Prozess dran gescheitert, das wirklich einmal länger auszuprobieren, wie das funktionieren kann. Also einerseits haben wir noch immer die Normarbeitszeit von 40 Stunden, die irgendwo seit den 80er Jahren nicht mehr weiter reduziert wird. Wir haben in den letzten Jahrzehnten Produktivitätssteigerungen immer übersetzt in Einkommensgewinne und nicht in niedrigeren Input, niedrigeren Arbeitsinput. Also die Wahl haben wir als Gesellschaft. Wenn wir bessere Technologien haben, was ja großartig ist, das heißt, wir können mit weniger Arbeitszeit mehr produzieren. Eigentlich toll. Und wenn dem so ist, was tun wir dann mit dieser Arbeitsproduktivitätssteigerung? Mit dieser Produktivitätssteigerung? Na, entweder wir zahlen die Produktivitätssteigerung in mehr Einkommen aus, oder es ist weniger nötig, Arbeit zu leisten, aber dann halt nicht mehr Einkommen gleichzeitig zu kriegen. Und seit den 80er Jahren haben wir uns immer dafür entschieden, wir schauen, dass wir gleich viel Arbeitsinput leisten und dafür halt mehr gezahlt kriegen. Und das war auch sinnvoll, solange ein großer Teil der Bevölkerung halt noch mit materiellem Zugewinn viel Wohlbefinden steigern konnte. Aktuelle Studien zeigen, dass das für einen Großteil der Haushalte nicht mehr dazu führt. Eben erinnern Sie sich wieder an die CDs. Und dann haben wir wieder noch einmal 20 CDs dazu. Aber wir haben die Zeit nicht, sie zu hören. Ja? Das würde also dafür vielleicht sprechen, ein Argument sein, Arbeitszeit zu verkürzen. Arbeitszeit zu verkürzen, ja. Genau. Zwei Aspekte muss man dabei noch bedenken. Einerseits, dass zwar wir die Normarbeitszeit von 40 Stunden haben, es aber für manche Berufsgruppen gar nicht mehr die Norm ist. Also einerseits beobachten wir das sowieso in den Medienberufen und so weiter, wo es sowieso 40 Stunden Normarbeitszeit nicht mehr gibt. Und andererseits, dass es was anderes ist, als Einzelne die Arbeitszeit zu reduzieren, zu wählen, ich arbeite 20 Stunden oder 30 Stunden, man richtet sich das so ein, geht ja, man nimmt Einkommenseinbuße in Kauf, oder man entscheidet sich als Gesellschaft, die Normarbeitszeit zu reduzieren. Das ist etwas anderes.
Weil bei dem einen nimmt man sich ein bisschen aus dem Produktionsprozess raus, wird dann vielleicht nicht mehr als vollwertiges Mitglied der Wirtschaft gesehen und der Gesellschaft dann in einer Arbeitsgesellschaft. Beim anderen heißt es einfach, okay, wir als Gesellschaft entscheiden uns, die Normarbeitszeit zu reduzieren. Sind zwei Paar Schuhe. Danke. Mit zu dir. Die Norm zu ändern und die Arbeitszeit zu reduzieren. Was glaubst du, was die Praxis dazu sagen würde? Ja, ich glaube, die sogenannte Praxis hat das Problem, dass wenn das stimmt, was ich glaube, was stimmt, und das ist, dass ökologische Grenzen zu eingeschränktem Wirtschaftswachstum führen, dann gibt es ein Verteilungsproblem, Arbeitszeitproblem. Weil, ceteris paribus, wenn man arbeitssparenden technischen Fortschritt hat in einer Wirtschaft und die Wirtschaft nicht wächst, hat man Arbeitslosigkeit. Und das heißt sozusagen auf der Ebene, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema der ökologischen Makroökonomie, dann muss man sozusagen Arbeit anders verteilen, wie auch immer. Aber man muss darüber nachdenken. Es gibt ja diese Studie von der New Economics Foundation, 21 Hours, die schlagen vor, dass wir die Wochenarbeitszeit auf 21 Stunden reduzieren in einer nachhaltigen Gesellschaft. Davon ist, glaube ich, die sogenannte Praxis weit weg. Aber ich glaube, was die Wirtschaft auf jeden Fall jetzt schon merkt, und ich glaube auch, dass diese soziale Dimension viel wirkungsmächtiger sein wird, wenn es um Arbeitszeit geht, als die ökologische, weil die ökologische ist nicht spürbar und ich glaube, die soziale ist viel spürbarer und dass alle von Burnout reden und insbesondere dass auch Unternehmen das Problem haben, dass sie attraktiv sein wollen für Leute, für die Generation Y sozusagen und die hat andere Probleme als die Generation X und die vorher. Und ich glaube, es gibt eine sehr starke Präferenz und da gibt es auch Studien darüber, die sagen, Leute, die heute die Hochschulen, die WU verlassen, wollen zwar auch vielleicht einen tollen Dienstwagen und irgendwie Karriere und international sehr viel Geld, aber viele wollen eben auch andere Work-Leisure-Balance haben und ich glaube, da liegt die Herausforderung für die sogenannte Praxis, dass einfach dieses Problem über die soziale Ecke eigentlich durchschlägt, auf das, was Unternehmen umtreibt. Wenn jetzt die Durchschnittsarbeitszeit verringert wird und das Einkommen nicht mehr steigt oder sogar auch weniger wird, weil wir weniger arbeiten, dann haben wir weniger Geld, mehr Zeit. Es wird vielleicht weniger materiell konsumiert werden, die Zeit anders genützt als zu konsumieren, was wiederum die Nachfrage natürlich senkt, vielleicht auch das Wirtschaftswachstum. Welche Herausforderung ist das für Unternehmen? Oder wie? Also ganz brutal gesagt ist es die Herausforderung, andere Dinge anzubieten, die zu anderen Kosten angeboten werden. Ich meine, die jetzige Wirtschaft, die ist ja wachstumsabhängig. Das hast du ja auch sehr schön gesagt. Das Problem ist ja nicht Wachstum als solche, sondern das ist sozusagen die Fokussierung auf Wachstum. Und solange die nicht durchbrochen wird, auch auf der mikroökonomischen Ebene, hat man an der Stelle einfach ein wichtiges Problem. Danke. Letzte Frage zum Thema soziale Innovationen. Das wird an einem Tisch noch diskutiert. Soziale Innovationen ist ein breites Feld. Das kann zum Beispiel sein, dass das Thema Nutzen statt Besitzen immer wichtiger wird. Alternative Währungen, Carsharing und anderes, was natürlich auch eine große Herausforderung für Unternehmen ist, Dinge anders anzubieten. Vor allem, wenn sich Privatgruppen bilden, die dann tauschen und die ihre eigene kleine Wirtschaft haben. Könnte das eine Chance auch für Unternehmen sein, so soziale Innovationen? Wenn die stärker werden? Na, ich glaube, es ist eine Riesenchance. Das sieht man hier in Wien, gibt es den Hub Vienna, wo sehr viele Social Entrepreneurs unterwegs sind. Und es gibt ja im Dienstleistungsbereich eine sehr interessante soziale Innovation, die auch für unser Wachstumsthema, glaube ich, sehr wichtig ist. Nämlich, es wird ja demnächst eine neue Bank geben. Nicht die, bei der ich gearbeitet habe, sondern es gibt die Demokratische Bank, wo viele Leute aus der Gemeinwohlökonomiebewegung aktiv sind. Und ich glaube, das ist ein sehr interessantes Konzept. Und ich glaube, das ist auch die wichtige Funktion von sozialen Innovationen in diesem Kontext, dass sozusagen Sachen ganz anders zu denken und natürlich auch, um sozusagen die Wirtschaft aufzumischen und einfach Dinge in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion, die diese Unternehmerinnen und Unternehmer auch haben. Vielen Dank euch beiden. Danke nochmal für den Input. So, jetzt kommen wir zu den Gruppendiskussionen. Sie haben schon gesehen, welches Thema auf Ihrem Tisch diskutiert wird. Auf jedem Tisch sitzt einer der Studenten, die den Abend heute mit vorbereitet haben. Die möchte ich jetzt kurz vorstellen, wenn ihr ganz kurz aufsteht, wenn ich euren Namen sage. Das ist einmal der Tobias Kirchhoff, dann Thomas Strasser, Thema Arbeit. Hallo. Harald Wieser, Thema soziale Innovationen, da hinten. Und der Christoph Weigelmeier, Thema Unternehmen. Und dann haben wir neben den Studenten, die jetzt die Gruppendiskussion moderieren und leiten werden, auf jedem Tisch auch einen Experten, eine Expertin sitzen. Die Sigrid Stagel bleibt an dem Tisch, wo sie ist, der nachhaltige Arbeit, wo wir jetzt schon ein bisschen mehr gehört haben von dir dazu. Der Fred Lux beim Thema Unternehmen. Dann Dr. Christian Rammel vom RCE, beim Tisch Soziale Innovationen. Danke, dass du als Experte heute zur Verfügung stehst. Und ich wechsle jetzt auch meinen Hut. Ich bin nicht nur Moderatorin, sondern komme eigentlich aus der Nachhaltigkeitsforschung und werde beim Tisch Konsum sitzen.
Ich möchte jetzt gar nicht viel über die Gruppenarbeit reden, denn der Moderator wird Ihnen erklären, worum es geht. Was mir nur wichtig ist zu sagen ist, ich bitte Sie, um das Ganze auch ein bisschen als Achtsamkeitsübung zu sehen. Warum? Wir sind hier knapp 100 Leute und der Raum hat eine recht gute Akustik. Das heißt, es wird wichtig sein, nicht zu laut zu sprechen und die Nichtsprechenden, dass sie gut und empathisch zuhören. Mit empathisch meine ich, sich wirklich einzulassen auf das, was der oder die am Tisch sagt und nicht gleich zu werten, abwerten oder verurteilen, sondern einfach einmal zuhören. Und wenn Sie selber sprechen wollen, tun Sie das bitte und sagen Sie das, was Ihnen wirklich, wirklich wichtig ist. Es gibt nicht 10 Minuten Redezeit für jede Person, deswegen teilen Sie das mit, was Sie am Herzen haben und was Sie uns sagen möchten. Das wäre meine Bitte für die nächste Stunde und auf geht's. Das Wort gehört den Moderatoren. Danke. Gut, vielen Dank Ihnen für das Mitarbeiten, das Mitdiskutieren. Ich sehe, es war sehr lebhaft und dennoch ging es in dem Raum, weil ihr gut miteinander gesprochen habt und niemand zu laut. Es war eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre. Wie immer zu wenig Zeit, aber ich glaube, ein paar Impulse wurden gesetzt. Und die 4 Studenten, die das mit vorbereitet haben, werden jetzt jeweils ihre Gruppe präsentieren und zwar wirklich nicht alles, weil es geht sie nicht aus, sondern subjektiv ausgewählt an ihre Essenzen, die sie glauben, die sie Ihnen präsentieren möchten. Und ich möchte gerne mit der Gruppe Konsum beginnen. Tobias, bitte. Hallo? Ja. Also vielen lieben Dank. Ich habe die Ehre, hier zu beginnen. Unsere Gruppe hat sich über die Zukunft des Konsums Gedanken gemacht. Dazu gleich vielleicht mal als Erklärung für euch. Wir haben uns in 2 verschiedene Ebenen eingeteilt. Das ist einmal die Mikroebene, das heißt der persönliche Konsument, das bin ich selber, oder auch die Konsumenten im Allgemeinen. Und dann auf der anderen Seite die Makroebene, das ist die gesellschaftliche, institutionelle Ebene. Und ich fange jetzt einfach mal an zu sagen, was bei uns rausgekommen ist. Das waren spannende Diskussionen. Im Allgemeinen ging es natürlich bei uns viel darum, die eigenen Kaufentscheidungen zu hinterfragen und zu hinterfragen, was brauchen wir, wie viel brauchen wir, wie wollen wir konsumieren und was für Produkte wollen wir konsumieren. Und da ging es ganz allgemein los, zum Beispiel mit Überlegungen, in einem Mehrgenerationenhaus zu leben, wo die Kooperation größer ist, wo man weniger wegschmeißt, wo man einfach mehr miteinander lebt. Wenn man das ein bisschen konkreter macht, dann hatte eine Teilgruppe die Idee, eine Nachbarschaftstauschbörse für Lebensmittel zu machen, innerhalb eines kleinen Kreises. Es kann ein Haus sein, es können 2, 3 oder 4 sein. Technologiebasiert sagen, ich fahre übers Wochenende weg, ich habe die und die Produkte da, bitte kommt doch und holt sie ab, einfach um die Verwendung zu forcieren und effizienter zu gestalten. Allgemein auch einfach den Müll und den Abfall, den man innerhalb eines Hauses hat oder innerhalb eines Haushaltes hat, einfach irgendwie effizienter zu nutzen und nicht einfach nur in die Tonne zu werfen. Allgemein, wie gesagt, geht es darum, persönliche Kaufentscheidungen zu hinterfragen. Aber dann muss natürlich auch von der institutionellen Ebene was dazukommen. Und da waren sehr interessante Ansätze. Zum Beispiel ein Gebietsschutz für Supermärkte oder auch eine Beschränkung des Angebots. Das bedeutet, dass Supermärkte nicht mehr 5 Supermärkte nebeneinander
existieren dürfen in einem Umkreis von 500 Metern, sondern dass ein Supermarkt einen Gebietsschutz hat und somit ein größeres Einzugsgebiet und dass man einfach irgendwie dadurch ein bisschen den Verkauf regelt. Dann steuerliche Bevorzugung von Produkten, die nachhaltiger sind als andere, wie zum Beispiel Carsharing, dass Carsharing steuerlich bevorteilt wird oder im Gegenzug, dass wenn man sich ein Auto alleine kauft, dass man dann eine Strafsteuer zahlen muss. Dann war die Idee aufgekommen, dass es eine unabhängige Stelle gibt, die prüft, wie nachhaltig Produkte sind, wie sie produziert werden, welcher Ressourceneinsatz dahinter steht und dann natürlich auch ganz wichtig, dass man vielleicht gesetzlich regelt, dass man die Garantiezeit drastisch verlängert und zwar von 2-3 Jahren dann einfach auf 5, 10, 15 oder sogar 20 Jahre raufschraubt, dass man einfach irgendwie die Zurücknahme von kaputten Geräten irgendwie regeln kann, damit mehr repariert wird und weniger konsumiert wird und dass sich das auch wieder rentiert, Sachen zu reparieren. Allgemein wurde gesagt, dass man auf der institutionellen Ebene dafür sorgen muss, dass dieses Thema, wie man konsumiert und dass wir unser Konsumverhalten ändern müssen, einfach über die Bildung schon ganz früh ansetzen muss. Das heißt, dass man im Kindergarten, in der Vorschule, in der Grundschule anfängt, die Kinder dafür zu sensibilisieren, wie man mit Produkten umgeht. Vielen, vielen Dank, Tobias. Eine sehr gute Zusammenfassung. Danke euch für eure Impulse. Und wir gehen weiter mit dem Thema Unternehmen. Und Christoph, ich darf dir das Wort geben. Habe ich schon? Ja. Wunderbar. Auch bei uns gab es sehr, sehr spannende Diskussionen. Wir hatten das Ganze aufgeteilt in 3 Fragen, haben den Fred vorher nochmal als Experten ausgequetscht zu verschiedenen Themen. Die Fragen waren, was ist einmal die ursprüngliche Aufgabe bzw. Verantwortung von Unternehmen? Was ich ganz, ganz spannend fand, wir versprechen, wir haben uns hier nicht abgesprochen, in den 4 Gruppen kam jedes Mal raus Bedürfnisbefriedigung. Beziehungsweise einmal war die Frage da Bedarf oder Bedürfnisbefriedigung. Also das ist sozusagen das Grundverständnis von einem Unternehmen. Es soll Bedürfnisse befriedigen, dann müssen wir uns an der Stelle, also ich zumindest, frage mich an der Stelle, okay, wenn dann Unternehmen allerweil weiter wachsen, wachsen denn auch unsere Bedürfnisse, uns unermessliche, oder sind die irgendwann befriedigt und warum wachsen dann Unternehmen trotzdem weiter? Damit kommen wir auch so ein bisschen in die 2. Frage schon rein. Was wir uns gefragt haben, das kam auch ganz am Anfang schon der Diskussion auf, es gibt ja einen gewissen Wachstumszwang bei Unternehmen, für unterschiedliche Unternehmen auch unterschiedlich, also sprich Großunternehmen, Aktienunternehmen haben natürlich andere Wachstumszwänge als kleine und mittelständische Unternehmen. Hier war das Feld ein bisschen gespaltener. Eine ganz interessante Unterscheidung fand ich den Unterschied in endogene und exogene Wachstumszwänge. Mit endogenen Wachstumszwängen hätten wir hier sozusagen so ein evolutionäres Element drin. Also wir sind auch von klein auf dazu getrimmt, darauf getrimmt zu wachsen, beziehungsweise wachsen wir natürlich auch erstmal die ersten 19 oder 21 Jahre unseres Lebens. Ein anderer endogener Fall wäre Unkreativität in Unternehmen, also anstatt Bedürfnisse mit sparsameren und besseren Produkten zu befriedigen, befriedigen wir sie einfach mit mehr. Und da spielt auch rein, größer zählt bei vielen Unternehmen auch gleich als besser, besonders wenn wir eben über Aktienunternehmen sprechen, dann bedeutet größer oft gleich besser. Und zu den exogenen in Anreizen zu wachsen, sind ja aufgezählt worden, Zinsen, Renditen, dann Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die geschaffen werden, damit Unternehmen sozusagen immer weiter einen Anreiz haben, beziehungsweise teilweise sogar einen Zwang haben zu wachsen. Damit kommen wir auch, wir haben versucht, das von der Mikroebene, auf die wir sehr, sehr schnell kommen, wenn wir über solche Themen diskutieren, wieder auf die Makroebene zu holen und zu sagen, okay, was wäre eine konkrete Maßnahme, damit wir nachhaltiges Wirtschaften mehr fördern können auf subnationaler oder supranationaler Ebene. Wir haben ja sehr umfassende Konzepte rausbekommen. Einmal das Konzept der Gemeinwohlökonomie wurde aufgefasst. Das ist natürlich viel vorher schon, ist ein sehr großes Konzept, allerdings auch ein sehr schönes.
Dann eher Teilkonzepte wie der Nachhaltigkeitsrat, den es ja momentan schon in Deutschland gibt, allerdings mit mehr Kompetenzen ausgestattet, der tatsächlich auch koordinieren kann, evaluieren kann, beziehungsweise ein Vetorecht hat. Etwas kontrovers, beziehungsweise etwas provokant, nein zum TTIP, also zum Handelsabkommen mit der USA. Ich werte das jetzt mal als Plädoyer für mehr nationales oder mehr lokales, will ich es eher nennen, Bestimmungsrecht im Gegensatz zu internationalem Wettbewerb und internationalen Zwängen und ganz spannend auch noch ein Thema andere Wohlstandsindikatoren, also Glück statt Bruttoinlandsprodukt. Vielen Dank, Christoph und euch, der Gruppe. Thema Nummer 3, Thomas, die Arbeit oder Arbeitszeitverkürzung, wie sie jetzt heißt, bitte. Genau, wir haben uns mit nachhaltiger Arbeit beschäftigt und eingangs habe ich gleich einmal die Frage gestellt an die Gruppe, so, wie wird denn für euch eine optimale Wochenarbeitszeit, also was wird denn für euch eine optimale Wochenarbeitszeit sein? Und da wurde schon mal darüber gesprochen mit dem Nachbarn, mit der Nachbarin und dann sind wir auch schnell drauf gekommen zu definieren, okay, was bedeutet denn das, nämlich wenn wir wirklich nur das machen würden, was wir wirklich, wirklich machen möchten, dann wäre die Wochenarbeitszeit wahrscheinlich automatisch viel geringer als 40 Stunden die Woche, wie wir es jetzt regulär haben. Und dann eine Frage, die ich auch aufgebracht habe, war, wer wäre denn in der Gruppe bereit, sozusagen, möchtet ihr, die Frage war, würdet ihr eine Arbeitszeitreduktion hinnehmen für entweder, ich gehe darauf ein, dass ich weniger Lohn bekomme, ich bin unschlüssig oder nein, ich will den gleichen Lohn auch bei Arbeitszeitreduktion. Und es war sehr, sehr eindeutig in unserer Gruppe, dass wir auch sozusagen eine Reduktion des Lohns hinnehmen würden, wenn die wöchentliche Normalarbeitszeit gesenkt werden würde. Und dann haben wir ein Rollenspiel gemacht. Wir haben uns darauf einlassen, verschiedene Vertreterrollen, 4 Vertreterrollen in unserer Gruppe anzunehmen. Und da hat es auf der einen Seite die Familie gegeben. Beziehungsweise muss ich vorher noch sagen, das Gedankenexperiment war, dass wir sagen, okay, wir würden gerne in Österreich eine 21-Stunden-Erwerbsarbeitszeit pro Woche einführen. Und dieses Gedankenexperiment haben wir dann in diesen Rollen diskutiert. Und da war einmal die Rolle der Familie, sozusagen, was wären die Auswirkungen der Familie? Was ist die Meinung einer Familie zu diesen 21 Stunden? Die Familie, Unternehmerinnenvertretung, in diesem Fall haben wir es Industriellenvereinigung genannt, der Staat, der ja auch das Pensionssystem mitbedenken muss, der Staat, der auch die Arbeitslosen, die immer höher werdende Arbeitslosenrate zu berücksichtigen hat und die Unternehmerinnenvertretung hier in Form der Gewerkschaft. Entschuldigung, Arbeitnehmerinnenvertretung, genau. Und ganz spannend war zu sehen, dass die mehr Zeit für Familie und Kinder, dass die sehr geschätzt werden würde, dass sie eigentlich überall Thema war, dass der Staat allerdings auch sozusagen gesagt hat, okay, aber was machen wir das, wenn wir weniger Steuereinnahmen haben? Wie können wir dann sozusagen auch für Familie, für Bildung und so weiter wieder investieren? Und die Arbeitnehmerinnenvertretung, die aber sehr wohl auch darauf bedacht war, zu sagen, okay, es geht auch darum, dass Arbeitnehmerinnen sozusagen Zeit haben, sich zu erholen, Zeit haben auch sozusagen für sich selbst und damit auch wieder produktiver im Erwerbsleben sein können. Genau, so zusammenfassend waren unsere 50 Minuten. Danke. Vielen Dank für die echt tolle strukturierte Aufbereitung dieses großen Themas. Wichtige Impulse sind hier. Das Wichtigste ist, glaube ich, erfasst. So, soziale Innovationen, Harald, bitte. Ja, ich durfte dieses Feld soziale Innovationen leiten. Und dass das Plakat so schlecht aussieht, liegt an mir und nicht an der Gruppe. Und ja, doch. wir haben versucht, erstmal soziale Innovationen greifbar zu machen, was
ein sehr schwieriger Begriff ist, wie wir gesehen haben, und das auch zu differenzieren zu technologischen Innovationen. Und wir haben uns eben weg von dieser Arbeitszeitverkürzung, wir haben uns nicht darauf fokussiert, sondern genau irgendwo aufs Gegenteil, könnte man sagen, oder auf eine komplementäre Maßnahme. Wie können wir diese unangenehme Situation vermeiden, dass wir immer Arbeitsproduktivitätssteigerungen haben? Und dafür haben wir soziale Innovationen diskutiert. Soziale Innovationen als Innovationen, die nicht notwendigerweise zu Wachstum führen, zu Arbeitsproduktivität und damit zu, vielleicht auch zu Arbeitslosigkeit. Wie können wir denen entgehen? Tim Jackson hat so eine Wirtschaft, die total auf soziale Innovationen aufgebaut ist und auf Dienstleistungen, eine Cinderella Economy genannt. Und wir haben versucht, so eine Cinderella Economy in gewisser Weise zu rekonstruieren. Zuerst, welche sozialen Innovationen kennen wir, was gibt es schon und fällt uns was Neues ein? Vielleicht kommt ja was dazu. Wir haben 4 Gruppen. Eine Gruppe hat sich auf das Wohnen konzentriert, die eine auf Gesundheit und Pflege, eine auf Erziehung und Bildung und eine auf Mobilität. Und interessanterweise waren in allen 4 Gruppen relativ ähnliche Ideen, obwohl wir zwar 4 ziemlich unterschiedliche Bereiche haben. Und was aufgekommen ist, ist vor allem auch das, was wir schon kennen. Man sieht, dass es sehr schwierig ist, soziale Innovationen sich auszudenken. Bei Wohnen waren natürlich vor allem diese Konzepte in Erinnerung, dass alte Menschen mit jungen Menschen zusammenleben und dass es WGs gibt mit jungen und alten Menschen. Es gibt in Wien auch ein Projekt, wo Studenten mit Obdachlosen zusammenleben und nicht mehr Obdachlosen. Und da in diese Richtung zu gehen, zusammenzuwohnen. Und das Thema wurde auch andiskutiert, wie wir leere Räume nutzen können. Viele Wohnungen sind total unterbenutzt und sie hatten da die Idee auch kurz andiskutiert, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn der Staat hier sozusagen nach einer gewissen Zeit mal vorbeischauen würde und schauen würde, ob die genutzt wird, regelmäßig. Das ist mit vielen Vor- und Nachteilen verbunden, die auch diskutiert worden sind. Bei Gesundheit und Pflege war sehr ähnlich, aber nicht auf Wohnung konzentriert, sondern mehr auf ganze Häuser, Häuserkomplexe, ganze Gemeinschaftsdörfer, wo alte Menschen mit jungen Menschen zusammenleben. Und ja, Pflege vor allem, weil jüngere Menschen auf ältere Menschen aufpassen. Und es gibt hier die verschiedensten Konzepte, diese Pflege zu organisieren, dass man diese Arbeitskräfte oder diese Zeit, die noch da ist, gut sozusagen alloziert werden. Und vor allem war ein Thema, wo es um Freiwilligenarbeit geht. Wer macht sowas? Gibt es genug Leute, die das überhaupt machen würden und welche Vorteile haben sie davon? Und hier kommen wir schon zur Erziehung und Bildung, das sehr ähnlich ist, denn auch hier hat man diskutiert, ganze Betreuungsbörsen einzurichten, wo wieder Ältere, das heißt Studenten zum Beispiel, auf Schüler aufpassen, aber diese auch betreuen, im Sinne ihnen helfen in der Ausbildung, ihnen Tipps geben. Und die Gruppenmitglieder haben auch erzählt, welche guten Erfahrungen sie damit gemacht haben und ihre Kinder. Und man ist dabei verblieben, dass das eigentlich eine Win-Win-Situation für alle ist. Vor allem ist es aber eine Win-Win-Situation für die Armen, weil jetzt wird nicht mehr mit Geld getauscht bei solchen Börsen, sondern mit Zeit. Ich investiere eine Stunde dort und dafür investiert er eine Stunde dort. Davon profitieren vor allem einkommensschwache Schichten. Und zuletzt das Thema Mobilität, das vielleicht das Schwierigste war, aufgebracht worden sind Carsharing natürlich, gemeinsam fahren. Und die Gruppe hat sehr intensiv auch überlegt, was man da jetzt neu machen könnte. Und hat gemeint, wir könnten vor allem die Netzwerke ausbauen, dass wir besser, dass die Leute besser in den Gruppen zusammenkommen, dass freie Plätze besser genutzt werden in Autos und dass Züge auch immer voll sind und in diese Richtung. Okay. Vielen Dank, Harald. Danke. Und danke auch der Gruppe.
Also das war jetzt echt schön, diese Komplementaritäten zu sehen. Also nicht das Gegenteil, sondern wenn hier mehr Zeit ist, kann man damit hier sehr vieles tun. Und das passt auch sehr gut zum Konsum oder zu Themen, die im Konsum angesprochen wurden und bei den Unternehmen. Sehr spannend. Ich freue mich schon aufs Protokoll, das es geben wird. So, ich möchte euch ganz kurz noch etwas fragen, bevor ich dann dem Fred das Abschlusswort gebe. Diese Plakate werden wir jetzt dann rausstellen, da vorne, wo es das kleine Buffet, oder das Buffet gibt, und Sie können die gerne noch näher anschauen oder lesen, was draufsteht, weil man kann das hinten natürlich nicht sehen. Ihr habt sehr, sehr viel Zeit investiert und Kreativität und Ideen in die Vorbereitung dieses Abends. Ich bin ganz positiv überrascht, wie gut es gelungen ist. Es war auch ein bisschen ein Experiment. Danke dafür. Und meine Frage an euch jetzt, vielleicht wenn ihr mit ein, zwei Sätzen das beantwortet, beginnen wir mit dir, wenn du das Mikro schon hast, Harald. Dieser Abend heute und die Vorbereitung darauf, was glaubst du, bringt dir das für dein Studium und deine Arbeit hier in der WU? Also ich denke, dass das Thema ökologische Makroökonomie ziemlich schwierig ist und im Unterricht sehen wir da eher Variablen, als dass wir hier in der Realität irgendwo diskutieren. Und was ich da interessant finde, was ich auch hier gelernt habe durchs Organisieren und so, dass wir das versuchen auch in einfachere Begriffe zu bringen und das auch wirklich in die Praxis wirklich einfacher greifbar zu machen. Ich denke, das ist für mich der größte Kenntnisfortschritt. Ja, es geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe es vorhin schon am Tisch erwähnt. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle gekommen sind, um das, was wir hier in unserem neu gebauten Elfenbeinturm alles so besprechen, auch mit uns zu teilen. Ich glaube, die größte Lehre, die ich mitnehmen werde, ist, dass die Themen, die wir hier besprechen, immens wichtig sind und nur durch eins in die Gesellschaft kommen können, und zwar durch Kommunikation, und zwar durch Kommunikation von Universitäten an die Praxis und auch von Kommunikation innerhalb der Praxis und innerhalb der Universitäten. Also ich glaube, das ist das Deutlichste, was ich hier mitnehmen werde. Schön, danke. Tobias, Sie haben ein eigenes Mikro. Also bei mir hat es mehr oder weniger zwei Dimensionen. Auf der einen Seite ist es natürlich innerhalb der Uni und innerhalb des Studiums ist es auf jeden Fall so, dass das Interesse für diese Themen, glaube ich, da ist, dass die Forschung da aber noch ein bisschen hinterherhinkt und dass es zu wenige Leute gibt, die an diesen Themen forschen und die auch irgendwie neue Synergien erschaffen. Und das finde ich, glaube ich, für die Zukunft ein relativ spannendes Themenfeld, was auf jeden Fall nicht nur in diese Nachhaltigkeitsstudiengänge mit aufgenommen werden sollte, sondern in alle. Und dann der andere Bereich ist natürlich dann auch, geht ins Praktische, und das ist dann für mich persönlich. Und was mich persönlich dieses Thema lehrt, ist eben vor allen Dingen, dass ich einfach meine gesamten Kaufentscheidungen zum Beispiel hinterfrage. Das ist, sobald ich was kaufe, mich frage, brauche ich das wirklich? Und was ist es, was ich da kaufe? Und kann ich da nicht irgendwie auf was anderes ausweichen? Also ich würde das auch sehr gern, diese ganzen Sachen, ich hätte das auch gern, dass alle Leute, die hier sind, weil das sind ja sowieso alles Bekehrte, ist wahrscheinlich niemand dabei, den das Thema jetzt irgendwie nicht so tangiert, würde ich einfach bitten, das mit rauszunehmen und irgendwie zu sagen, okay, ich denke darüber nach, wie ich mich in unserer Gesellschaft verhalte und wie ich konsumiere, und das dann einfach auch an andere weitergeben. Also für mich ist es was sehr Persönliches. Für mich ist es ein Wahnsinn, dass mir die weltberühmte, europaberühmte Wissenschaftlerin das Du-Wort angeboten hat. Das ist das, was ich davon mitnehme heute Abend. Danke für, na, ich hab selber eins, danke. Für diese persönliche Note, sehr schön. Ja, das leitet sehr gut über zu unserem informellen Teil. Ich möchte Danke sagen euch vielen. Großes herzliches Danke für die tolle Vorbereitung und das Mitmachen und mich unterstützen. Großes Danke, Fred Lux, an dich und Vera Ulmer. Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit, und danke an die Förderer, Unterstützer, also Lebensministerium und Forum Umweltbildung. Und ich darf noch hinweisen auf zwei Veranstaltungen. Eine ist eine Konkurrenzveranstaltung zu deiner nächsten Donnerstag, 16.01. gibt es einen CSR, damit ich es richtig sage, Circle hier, um 18 Uhr zum Thema, wofür leben und arbeiten wir? Und
am 14.01., zwei Tage davor, am Dienstag nächste Woche im großen Festsaal gleich daneben um 18.30 Uhr eine ganz spannende Veranstaltung, kontroverse Nachhaltigkeit mit der Frau Professor Kom-Kolb, die ich auch begrüßen möchte, die heute hier ist, von der BOKU, Universität für Bodenkultur, dem Andreas Novi, Professor hier an der WU, Kollege von der Sigrid, und drittens, genau, Uli Brandt, danke, von der Uni Wien, Professor für Politikwissenschaften. Und dann, nachdem die drei debattiert haben, wird Harald Welzer, sehr bekannter Nachhaltigkeitsforscher aus Deutschland, auch kommentieren und in die Debatte einsteigen. Man kann sich nicht mehr anmelden, es sind alle Plätze schon belegt, aber wer sich angemeldet hat, gratuliere Ihnen. Und wird es dazu auch Frage... war das falsch? Wird es dazu auch einen Film geben, dass man das nachschauen kann? Ja, also wer nicht kommen kann, das wollte ich nur sagen, schauen Sie auf WUTV und dann können Sie das nachsehen. Gut, ich bin, glaube ich, am Ende angelangt und Fred, bitte um die Abschlussworte. Vielen Dank. Danke. Also wenn sich nicht in den letzten 20 Minuten noch 50 Leute angemeldet haben, ein paar Plätze gibt es noch beim Harald Welzer. Ja, dieser Abend ist der Abschluss des ersten Zykluses der Future Lectures und mein Gefühl ist auch, es ist ja schon angedeutet worden, dass das ein Erfolg ist. Mein Freund Christoph Müller, der hier in der letzten Reihe sitzt, hat mal gesagt, der Klimawandel wird nicht dadurch verhindert, dass das 250. Paper zum Klimawandel geschrieben wird. Ich will jetzt nichts gegen das Paper schreiben sagen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, und da, so verstehe ich die Future Lectures auch, einen Beitrag zu leisten, das ist ja auch schon erwähnt worden, sozusagen in die Kommunikation darüber einzusteigen und wenigstens einen Schritt auf die Praxis zuzumachen. Und ich glaube, die Mischung aus Paperschreiben und Aktivismus ist, glaube ich, dann das, was die Nachhaltigkeit vielleicht voranbringen wird. Insofern glaube ich auch, dass die Future Lectures jetzt in der ersten Runde ein Erfolg waren. Ich bedanke mich beim Forum Umweltbildung, beim Lebensministerium, bei allen, die mitgewirkt haben, bei den Studierenden und ganz besonders, vorweg, ich bin Traditionalist, ich schenke Blumen. Danke Ines für die Moderation. Weil ich Traditionalist bin und auch wenn meine Frau nicht im Raum ist, muss ich sagen, diesen Strauß mit Rosen habe ich nicht ausgesucht. Vera Ulmer ist hoffentlich im Raum. Sie ist nicht im Raum. Doch, da ist sie. Danke. Vielen Dank, Vera, für die hervorragende mal wieder Hintergrundarbeit zum Thema Veranstaltungsmanagement. Danke an Sie, dass Sie da waren und das Buffet ist eröffnet.